Ja, willkommen zu meiner Präsentation über ÖPNV-Mapping in OpenStreetMap und die Frage, ob man da manche Sachen nicht einfacher machen kann. Zuerst mal eine kleine Vorstellung zu mir. Bin seit 2008 bei OpenStreetMap aktiv, als User Rosekatze bekannt und Gründer und Maintainer der Open Railway Map, da werden mich vielleicht einige von kennen. Jetzt die vergangenen 3 Jahre Informatik studiert und bin aktuell Entwickler bei der Firma Geops in Freiburg, wo ich WebGIS-Anwendungen und Geodateninfrastrukturen entwickle, wo wir halt auch den Fokus auf öffentlichen Verkehr haben und wo ich mich halt auch viel mit Fahrplandaten und Netzplänen und so Sachen beschäftige. Dann kurz zum Inhalt des Vortrags. Ich werde erstmal auf die aktuelle Situation des ÖPNV-Mappings in OpenStreetMap kurz eingehen. Dann einen kleinen Überblick über die Tagging-Schemata geben, die sich da über die Zeit so entwickelt haben. Für die, die da jetzt vielleicht nicht so drin sind, dass sie halt dem Vortrag dann auch folgen können. Dann auf Probleme mit dem aktuellen PTV2-Schema eingehen. Und dann einige Ansätze vorstellen, wie man das vielleicht einfacher machen könnte, die ich mir überlegt habe oder die auch schon öfter in Mailinglisten und Foren mal aufgeworfen wurden. Am Schluss gibt es da nochmal eine kleine Zusammenfassung und einen Ausblick und vorweg gesagt, dass dem Vortrag schwerpunktmäßig halt um die ÖPNV-Linien geht, jetzt weniger um die Haltestelleninfrastruktur. Das würde halt den Vortrag sprengen, wenn man jetzt auf beides eingehen würde. Die aktuelle Situation des ÖPNV-Mappings in OSM. Es gibt viele ÖPNV-Mapper, die mittlerweile aufgegeben haben. Das liest man halt immer so in Foren, also so sinngemäße Zitate, dass sich halt viele nur noch auf die Infrastruktur beschränken, weil die Erfassung von den Linien halt viel zu viel Aufwand bedeutet. Es gibt im Grunde momentan eigentlich nur noch so einen kleinen Kern von Enthusiasten, die da wirklich aktiv sind. Da gibt es dann manchmal auch so sinngemäße Zitate nach dem Motto, ja, eigentlich die Vernunft würde mir sagen, dass ich besser sein lasse, aber die Sucht ist dann doch stärker. ein Problem ist auch, dass die Einstiegshürde für neue Mapper relativ hoch ist. Viele finden es toll, aber lassen dann doch lieber die Finger davon. Und das ist halt ein Problem, weil mit den wenigen ÖPNV-Mappern ist es schwierig, die Daten halbwegs aktuell zu halten. Und gerade ÖPNV-Daten ändern sich halt ständig bei jedem Fahrplanwechsel und da muss man halt viel Aufwand investieren, um die aktuell zu halten. Problem ist auch, dass die ÖPNV-Daten auch kaum genutzt werden, also speziell die Routenrelationen. Dadurch sieht man halt relativ wenig von der Arbeit, die man da reinsteckt. Und man kann halt sagen, dass die ÖPNV-Daten im Moment bei OSM, dass das irgendwo ein Datenfriedhof ist. Also man hat halt viele Altdaten. Also ich habe da Routenrelationen schon gesehen, die irgendwie seit 5 Jahren irgendwie nicht mehr angefasst wurden, obwohl da zwischendrin schon 2-mal irgendwie der Betreiber gewechselt hat und so Sachen. Viele Daten sind fehlerhaft und was halt auch ein Problem ist, dass es ein Durcheinander verschiedener Schemata gibt, die sich so über die Zeit entwickelt haben. Die will ich mal kurz vorstellen. Also es gibt halt einmal dieses PTV1 genannte Schema, das ist so das allererste. Da wird halt einmal die Haltestelleninfrastruktur erfasst, da kommen diese bekannten Tags her wie Highway Bus Stop oder Railway Plattform. Und da wurden dann halt auch Routenrelationen eingeführt, wobei bei den Relationen halt, also bei den Linien gibt es halt immer nur eine einzige Relation, wo alle Varianten drin sind. Das Ganze ist im Grunde einfach nur eine ungeordnete Liste der fahrenden Ways und mit Forward-Backward-Rollen kann man halt festlegen, ob die jetzt nur für eine bestimmte Richtung genutzt werden. Schema ist eigentlich mittlerweile ein bisschen veraltet, aber weiterhin noch verbreitet, weil es halt an vielen Stellen hat sich noch keiner die Mühe gemacht, das halt mal umzustellen. Dann gab es zwischenzeitlich mal das OxoMOA-Schema. Das ist 2009 bei einem Treffen deutscher Mapper entstanden in der Geofabrik, glaube ich. Das ist eigentlich nicht mehr relevant heute. Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt, weil es relativ komplex war und dann durch das PTV2 abgelöst wurde. Und viele Neuheiten, die mit diesem OxoMOA-Schema eingeführt wurden, wurden dann im Grunde bei dem PTV2 dann teilweise in etwas vereinfachter Form wieder aufgegriffen.
Das PTV2, das ist halt das aktuelle Schema. Das ist 2011 entstanden. Da hat man dann einiges neu gemacht, also zum Beispiel dann einen neuen Key eingeführt, Public Transport, statt eben wie bisher diese separaten Tags für Highway, Busstop oder Railway-Plattform. Bei der Infrastruktur hat man dann einmal Stop-Positions und Platforms. Stop-Positions sind Nodes auf dem Fahrweg, die beschreiben die Halteposition. Und die Platforms sind die Bussteige oder Bahnsteige neben dem Fahrweg. Das kann man halt da in der Abbildung sehen. Da sieht man halt so eine Straße, so eine typische Bushaltestelle, halt auf den Wegen die beiden Stop-Positions und dann halt neben der Straße jeweils diese Plattform. Bei den Routen hat man neu eingeführt, dass da einzelne Linienvarianten erfasst werden. Also nicht wie bei dem PTV1 halt alles in eine Relation werfen, sondern halt jede Variante, die es bei einer Linie gibt, wird da separat erfasst, indem man halt zuerst die Stops und Platforms in der Relation aufführt und danach die Fahrwege, wobei da wichtig ist, dass die Reihenfolge beachtet wird und dass es keine Lücken gibt. Das kann man halt da gut sehen, das ist jetzt ein Screenshot aus JOSM, wo halt die Wege schön geordnet sind, wo es keine Lücken gibt. Dann gibt es halt auch nochmal eine Route-Master-Relation, mit der dann diese ganzen Linienvarianten zusammengefasst werden. Und Stop-Area-Relationen, die Stop-Positions und Platforms zusammenfassen. Das Problem bei PTV2 sind halt irgendwo diese Routenvarianten. Also da habe ich mir bei ein paar Buslinien mal die Mühe gemacht, da wirklich alle Varianten zu erfassen. Das sieht jetzt auf dem Screenshot von der Karte, also das ist mit Overpass Turbo erzeugt, da sieht es noch relativ übersichtlich aus, aber da hat man halt pro Richtung drei Varianten. Das ist jetzt hier dieser Bus 871, den man da sehen kann. Und das wird halt auch im Editor dann schon ein bisschen unübersichtlich, wenn man da halt wirklich jede Variante erfasst. Wobei das halt noch vergleichsweise einfache Linien sind. Es gibt dann halt auch nochmal so Fahrpläne. Da hat, glaube ich, kaum einer Lust drauf, da wirklich jede Variante einzutragen. Mal abgesehen halt vom Pflegeaufwand. Dann das Problem mit diesen Routenvarianten ist auch, dass die momentan eigentlich nicht wirklich ausgewertet werden. Also es gibt zum Beispiel halt diese OpenPT-Map, die jetzt hier auf dem Screenshot zu sehen ist. Die zeigen aber einfach nur einen ganz einfachen Linienplan an und da sieht man halt nichts von dieser Arbeit, die man sich mit diesen einzelnen Linienvarianten gemacht hat. Deswegen ist die Motivation da auch relativ gering, da alle Varianten zu erfassen. Problem hat man auch bei besonders langen Routen, also jetzt hier zum Beispiel der Eurocity von Hamburg nach Zürich. Da hat die Relation über 2200 Mitglieder, wovon halt nur 48 diese Stops und Platforms sind. Das heißt, das andere sind halt alles Fahrwege und man muss praktisch im Editor, wenn man jetzt so eine Relation anlegt, sich manuell von Hamburg bis Zürich dann durchklicken und in der richtigen Reihenfolge diese ganzen befahrenen Gleisstücke zusammenklicken. Das ist halt ein sehr hoher manueller Aufwand. Und vor allem das Problem dabei ist, dass die Routenrelationen sehr schnell kaputt gehen können. Also durch Bearbeitungen an diesen Fahrwegen kann es halt schnell passieren, dass dann in der Relation irgendwie die Elementreihenfolge auf einmal beschädigt ist oder dass es Lücken gibt. Und das schreckt halt auch Einsteiger ab, die jetzt vielleicht noch nicht mal diese ÖPNV-Relationen bearbeiten wollen, aber halt irgendwas an dem Fahrweg ändern wollen und dadurch halt schnell was kaputt machen und sich dadurch vielleicht dann nicht trauen, da irgendwas zu bearbeiten. Und vor allem kann man das eigentlich momentan nur mit JOSM sinnvoll bearbeiten. Also es gibt halt viele Editoren, die da vom Funktionsumfang her nicht ausreichen, um solche Routenrelationen sinnvoll zu bearbeiten. Was jetzt auch zum Beispiel diese Elementreihenfolge und was betrifft. Genau, dann habe ich jetzt mal so ein paar Ideen gesammelt, wie man diese Routenrelation vielleicht einfacher erfassen und pflegen könnte. Da gibt es einmal immer wieder den Vorschlag, dass man Segmente anlegt. Da würde man einzelne Teilstrecken im Grunde in Relationen zusammenfassen. Und diese eigentlichen Routenrelationen würden dann halt immer nur diese einzelnen Segmente referenzieren. Jetzt habe ich nochmal diesen Screenshot von vorhin genommen und da jetzt mal farbig so eingezeichnet, wie das dann aussehen würde. Also da hätte man praktisch für jede Farbe so ein eigenes
Segment und halt je nach Fahrtvariante würde man dann eben unterschiedliche Segmente da in diese Relation aufnehmen. Das Proposal ist von 2011, da gab es auch immer mal wieder so Vorschläge, aber irgendwie ist das alles so ein bisschen eingeschlafen. Großer Vorteil davon ist, dass man halt Redundanz vermeiden kann. Also man hat halt bei einer Buslinie, wo man halt wirklich sehr viele Varianten hat, kann es halt passieren, dass so ein Wegstück in der Mitte teilweise dann irgendwie in 20 Buslinien Mitglied ist, was halt dann schnell unübersichtlich wird. Und mit diesen Segmenten wäre dann dieser Way wirklich nur noch in einer Relation drin. Vor allem wären halt diese Segmente relativ kurz und einfacher zu pflegen und diese Abhängigkeiten wären weniger. Nachteil von dieser ganzen Sache ist halt, dass man damit so eine zusätzliche Abstraktionsebene einführt. Also man hat halt die Ways, die dann halt mit Relation zu Segmenten zusammengefasst werden, dann wiederum daraus diese einzelnen Varianten aufgebaut werden und dann halt mit dieser Route-Master-Relation vollständige Linien zusammengesetzt werden. Und da kann man eigentlich annehmen, dass halt davon die viele Mapper eigentlich noch eher abgeschreckt würden, weil das halt schon relativ komplex ist, mal ganz zu schweigen von der Auswertung oder der Editor-Unterstützung. Andere Idee wäre noch, dass man Linienverläufe per Routing bestimmt. Da würde man halt in den Routenrelationen einfach nur noch diese Stop-Positions und Platforms aufnehmen in der richtigen Reihenfolge und mit Wir-Punkten dann diesen genaueren Verlauf spezifizieren, indem man irgendwelche Kreuzungspunkte zum Beispiel angibt, die markant sind. Und dieser eigentliche Fahrtverlauf, den würde man halt rein über Routing bestimmen, indem man halt immer von Stop-Position zu Stop-Position, beziehungsweise wenn da Wir-Points sind, die dann noch beachtet. Vorteil davon wäre, dass man halt auch bei sehr langen Relationen, bei sehr langen Routen handliche Relationen hätte. Also jetzt zum Beispiel diese Eurocity von eben, da hätte die Relation dann halt nur 48 Mitglieder statt 2200. Das wäre halt dann relativ handlich. Und vor allem hätte man überhaupt keine Abhängigkeiten mehr zwischen den Fahrwegen und den Relationen. Das heißt, diese Beschädigungen bei den Bearbeitungen der Fahrtwege wären dann eigentlich fast ausgeschlossen. Und vor allem ist es auch relativ einfach in Editoren umsetzbar. Das wäre auch in mobilen Editoren einfach umsetzbar, weil man im Grunde immer nur in den Relationen diese einzelnen Stop-Positions und Platforms irgendwie hinzufügen müsste. Beispiel dafür ist Travic. Das ist ein Tool, was bei uns bei Firma Geops entwickelt wurde im Rahmen einer Masterarbeit. Das ist so ein ÖPNV-Tracker, wo man halt auf einer Karte live sieht, wo gerade welcher Bus oder Zug ist. Und das geschieht genau nach diesem Prinzip. Da nimmt man halt aus den Fahrplandaten die Informationen über diese Haltestellenabfolgen und routet dann im Grunde immer nur von Haltestelle zu Haltestelle. Das funktioniert auch insgesamt eigentlich ziemlich gut. Problem ist aber, wenn man das halt bei USM auch so machen würde, wäre halt immer eine Vorverarbeitung notwendig für jeden, der da irgendwie die Daten einsetzen möchte, zum Beispiel irgendeinen Linienplan rendern. Vor allem widerspricht es aber auch so ein bisschen diesen USM-Prinzipien, weil man diese Daten nicht manuell beeinflussen kann. Also man bestimmt dann halt diese Route per Routing, aber kann dann nicht genau sagen, ob das, was da jetzt rauskommt, jetzt wirklich stimmt oder ob je nach Routing-Algorithmus da vielleicht Ergebnisse rauskommen, die jetzt nicht so ganz der Realität entsprechen und kann es natürlich auch nicht so gut manuell beeinflussen wie jetzt bei den klassischen Relationen. Deshalb wäre dann die Idee, ob man vielleicht so eine Art halbautomatisches Routing macht, wo man dieses Craft-Mapping mit Routing kombiniert. Das wäre dann zum Beispiel als Plugin für JOSM denkbar, wo man dann eine Routenrelation im Grunde anlegen würde, würde die Stop-Positions und Platforms reinnehmen, könnte dann sich diesen Routenverlauf routen lassen und kann dann halt also JOSM, also dieses Plugin in JOSM würde dann halt entsprechende Routenrelationen dann anlegen mit den Fahrtwegen und dann könnte dann aber immer noch manuell diese ganzen Sachen anpassen, hätte eben damit weiterhin diese Qualität von handbearbeiteten Daten.
Vorteil von der Sache wäre, dass man gerade bei so langen Routen, dass das wirklich dann extrem schnell ginge, die anzulegen, dass man eben nicht mehr dieses manuelle Zusammenklicken der Fahrtwege machen müsste. Und wie gesagt, dass man eben eine hohe Datenqualität hat, weil man die Daten manuell noch anpassen kann. Nachteil bei der Sache ist aber, dass das eigentlich nur bei einer Neuerfassung hilft. Und man ansonsten im Grunde weiterhin immer noch diesen statisch fest in der Route vorhandenen Routenverlauf hat und es dadurch eben auch immer noch diese Beschädigungen bei Bearbeitungen gibt. Deswegen könnte man auch auf die Idee kommen, ob man nicht vielleicht wieder zu PTV1 zurückgeht. Also praktisch back to the roots, dass man eben keine einzelnen Linienvarianten erfasst, sondern wieder dahin geht, dass man pro Linie einfach nur eine Relation anlegt, wo alle Varianten drin sind. Hätte den Vorteil, da ist die Reihenfolge der Ways egal. Das heißt, da wäre schon mal ein geringeres Risiko, die Daten kaputt zu machen. Für Linienpläne, wie es sie aktuell bei OSM gibt, wäre das auch völlig ausreichend. Es wäre relativ einfach zu erfassen. Und die Daten altern im Grunde auch nicht so schnell, weil eben nicht jede Variante erfasst wird. Man kann eigentlich sagen, dass es vielleicht vom Aufwand und Nutzen her, wenn man das gegenübereinander abwägt, dass es vielleicht ein guter Kompromiss wäre. Nachteil ist natürlich, man hat dadurch einen Informationsverlust gegenüber PTV2, weil man eben nicht mehr genau diese einzelnen Fahrtverläufe hat. Was auch nicht so schön ist, das sieht man da halt, diese PTV1-Routen, die haben halt die Eigenschaft, dass die mal schnell so zerfetzt aussehen können, weil eben da die Reihenfolge der Ways egal ist und eben wirklich alle Varianten aufgenommen werden. Das wird dann zum Bearbeiten auch schnell unübersichtlich. Ja, das heißt, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, also um nochmal auf die Einstiegsfrage hinzukommen, geht es nicht einfacher. Was die Daten angeht, geht es nicht einfacher ohne Informationsverlust. Da muss man halt sagen, dass PTV2 eigentlich schon das beste Abbild der Realität ist. Erfassung und Pflege sind aber ziemlich aufwendig und PTV1 wäre ein guter Kompromiss zwischen Aufwand und Nutzen. Bei den Editoren wäre eine Vereinfachung möglich, indem man, wie gesagt, den Mapper unterstützt durch Routing oder bessere Validierung. Da gibt's eigentlich noch Ausbaubedarf im Moment. Und bei den Auswertungen wäre es auch hilfreich, wenn es eben Anwendungen gäbe, die zum Beispiel diese ganzen Linienvarianten auswerten würden, weil damit könnte man die Mapper motivieren, diese Daten auch wirklich zu erfassen, weil was man halt auf einer Karte nicht sieht, das erfasst man auch nicht. Und es könnte auch dazu zwingen, dass man eine einheitliche Erfassung mal vielleicht mit der Zeit hinbekommen würde und weg von diesem Durcheinander der verschiedenen Schemata. Als kleinen Ausblick könnte man noch die Frage stellen, welchen Maße man überhaupt bei OSM ÖPNV erfassen sollte. Also man kann halt fest sagen, dass offene Fahrplandaten sind halt weiterhin Mangelware und OSM ist da wirklich die einzige Quelle im Moment für Haltestelleninfrastruktur und gerade auch für diese Linienverläufe. Also selbst wenn Fahrplandaten offen gelegt werden, enthalten sie meistens halt wirklich nur diese reinen Fahrzeiten und keine Geometrien der Linienverläufe. Und das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal von OSM im Moment, auch in der Hinsicht, dass man da ein weltweit einheitliches Datenmodell hat. Das heißt, man kann halt die Frage stellen, in welchem Maße ÖPNV denn überhaupt in OSM erfasst werden sollte. Bei der Haltestelleninfrastruktur, denke ich, kann man sagen, dass die eigentlich auf jeden Fall in OSM gehört, weil das halt auch klassische Geodaten sind. Bei den Routenrelationen gibt es halt Argumente dafür und dagegen. Dafür spricht halt, dass man damit Linienpläne erstellen kann und eine grobe Fahrtenplanung erstellen kann, weil man eben weiß, ungefähr an welcher Stelle da welche Bus- oder Zuglinien fahren. Gibt aber auch genügend Punkte, die dagegen sprechen, weil der Nutzen von diesen Routenrelationen ohne echte Fahrplandaten ist halt relativ gering. Also niemand wird halt rein auf OSM-Daten basierend irgendwie ÖPNV-Routing machen wollen. Also da wird man halt immer auf Fahrplandaten zurückgreifen.
Dann spricht halt auch noch dagegen dieser hohe Erfassungs- und Pflegeaufwand und dass die Daten sehr schnell veralten und dass man da eben nicht wirklich hinterherkommt, die zu pflegen. Und dass man eigentlich sagen kann, dass gerade auch bei diesen Linienvarianten, dass da der Nutzen in keinem Verhältnis zum Aufwand steht derzeit. Ja, vielen Dank. Das war eine Punktlandung, wirklich auf die Sekunde. Wie die Eisenbahn. Wie die Eisenbahn, genau. Vielen Dank, Alexander. Das wollte ich eben sagen. Fragen? Noch einen anderen Vorschlag zur, wie man sich das Leben da etwas leichter machen könnte vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her. Wie wäre es, wenn man sich einfach darauf beschränkt, auf Varianten zu mappen, die, ich sag mal, mindestens entweder 50 Mal am Tag oder 10 Mal am Tag gefahren werden? Das eine wäre 20-Minuten-Takt, das andere wäre ungefähr ein Stundentakt. Weil dann würde man meistens erstens die Linien erwischen, die interessant sind, wirklich für Fahrgäste. Und zweitens auch, die ändern sich nicht so schnell und haben auch viel weniger Varianten. Ja, das könnte man durchaus machen. Also viele von diesen Routenvarianten entstehen halt auch dadurch, dass es da irgendwelche Schulbuslinien gibt, die dann eben nur einmal am Tag da irgendeinen so bestimmten Kurs fahren. Weil halt die Frage wäre, wo man da jetzt irgendeine Grenze festlegt. Also das wäre halt dann relativ willkürlich. Da müsste man dann halt mal überlegen, was man als sinnvolles Kriterium wählen könnte. Meine Frage ist, also ihr habt euch angeschaut, wie ihr das mit einem Routing-Algorithmus machen wollt. Das Problem ist, Busse fahren ganz oft nicht so, wie das Routing es will, beziehungsweise gegen Einbahnstraßen, durch Bereiche, wo gar niemand fahren darf. Es ist schwierig, das über einen Routing-Algorithmus zu machen, würde ich vermuten. Ja, das ist eben genau dieser Punkt, den ich da angesprochen hatte, dass Routing das zwar deutlich einfacher machen würde, aber dass insgesamt diese Verläufe wahrscheinlich auch gut passen würden, aber dass es dann in Details doch immer von der Realität abweicht und dass man eben bei so reinen Routing-Lösungen dann eben aber auch nicht mehr manuell da irgendwie eingreifen könnte. So, an der Stelle darf ich mal stillschweigend ein bisschen dienstlich Werbung machen, dass das gehen muss, denn wir machen das mittlerweile für über den Daumen gepeilt deutschlandweit 80% der kommunalen Verkehrsbetriebe, die OSM-Daten zu nehmen und aufgrund der betriebsinternen Daten dann Linienverläufe drauf zu routen. Also es geht sehr gut, auf dem OSM-Netz zu routen. Was man allerdings nicht bekommt, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt vermutet haben, dass es stabil ist gegenüber Änderungen. Weil der Router ändert, wenn man dynamisch routet, würde der Router einfach stillschweigend woanders lang routen. Wenn jemand dann Gewicht drauf macht oder eine Tag-Änderung, die Bewertung der Kante ändert. Also insofern, man kriegt ja noch eine Route, aber tatsächlich würde ich sagen, für das Fehlerfinden ist es schwieriger mit dem Routen. Trotzdem praktikabel ist es im Moment mit den Daten, weil die OSM-Daten sich gar nicht so schnell verändern, wie man denkt. Hatte ja auch Michael herausgefunden. Also bei Traffic hatten wir halt auch eigentlich immer ziemlich gute Ergebnisse bekommen. Aber wie gesagt, da, wo man dann eben mal so Verläufe hat, die dann abweichen, da ist es dann halt schwierig herauszufinden, woran das jetzt genau liegt und wie man das beeinflussen kann. Ja, ich hätte 3 Anmerkungen. Und zwar zu deinem manuellen Anfassen von den Routenrelationen, die dann der Router bestimmt. Wie stellst du dir das vor? Willst du da Via-Nodes mit aufnehmen in die Relation? Das wären dann halt einfach zum Beispiel jetzt bei Bussen irgendwelche Kreuzungspunkte, die routenbestimmt sind oder bei Eisenbahnen zum Beispiel dann unterwegs Halte, die jetzt keine Halte sind, aber wo der Zug halt langfährt. Und die könnte man im Grunde mit so einer Rolle Via aufnehmen, um die halt beim Routing zu berücksichtigen. Ja, ich habe mit diesen Via-Nodes meine persönlichen Bauchschmerzen. Wenn ich mir jetzt eine Buslinie vorstelle, die über eine Straße führt, und ein Mapper geht her und teilt die Straße in 2 Richtungsfahrbahnen auf, weil es eine Verkehrsinsel in der Mitte gibt und der Via-Node landet auf der falschen Seite, dann macht der Busrouter eine Extrarunde um die Verkehrsinsel. Das führt dann zu etwas unschönen Ergebnissen. Darf ich auch die anderen 2 Fragen noch stellen? Ja, wenn noch Zeit ist. Ja, das geht. Ich glaube, dass PTV1, PTV2 nicht ersetzen kann, weil das einem OSM-Prinzip widerspricht. Wir tun ja normalerweise eigentlich nicht detaillierte
Informationen durch gröbere ersetzen. Wir schlagen ja auch nicht vor, das Voltage-Tag durch ein Tag zu ersetzen, das nur noch Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung unterscheidet. Ja, wie gesagt, das PTV1 wäre halt ein guter Kompromiss, also weil es eben für viele Anwendungen im Moment ausreichen würde und halt vom Pflegeaufwand deutlich einfacher ist. Und da wäre es halt ein guter Kompromiss zu diesem ganz detaillierten Erfassen bei PTV2, weil die Daten nutzt im Moment eh keiner. Und ich würde da eher vorschlagen, dass man einen Expiry-Tag an den Routenrelationen einführt, indem man sagt, das gilt für diese Fahrplanperiode und ab Fahrplanwechsel ist diese Relation veraltet. Ja, das habe ich schon privat beim ÖPNV-Mapping immer gemacht, dass ich dann so ein Timetable-Tag dran getaggt habe, wo dann als Wert dann immer diese Jahreszahl für den aktuellen Fahrplan. Dann kann man eben beim Fahrplanwechsel dann gute Qualitätskontrolle machen, an welche Routen noch nicht überprüft wurden.